Guten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 19 Karriere, nee, Franchise Mode heißt das hier. Franchise Mode mit den New York Islanders. Heute zu Gast bei den Blackhawks aus Chicago und da befinden wir uns auch in Chicago. Eine Mannschaft, die ich sehr mag, nur halt heute nicht. Weil wir wollen gewinnen. So, mal gucken, wer heute wieder das Netz hütet. Und zwar nicht das Einkaufsnetz, sondern das Tornetz. So, im United Center in Chicago, Illinois und ja. Die zwei Herren kennen wir. Und jetzt kann es losgehen. Ey, ich wäre eher dran gewesen. Frechheit. So, da haben wir die Antwort. Thomas Greiss steht wieder. Und Crawford steht bei den Blackhawks im Tor. Patrick Kane, Pinkester. Ich habe mir gar nicht angeguckt, wie die Saison von dem. Shutout-Serie. Drei Spiele. Cool. Oh, da war Dominik Cahoon. So. Noch ein bisschen fahrig das Ganze. Huch! Das ging zur falschen Seite. Boah, was macht er denn da? Jetzt will ich aber EA Sports schon wieder triggern hier. Komm. Boah, schade. Jawohl. So.
Mal sehen, ob das erste Powerplay im Spiel auch der Dosenöffner ist, wie im Spiel gegen die Caps. Thema war, Kings gewinnen. Jawoll, Kühnackel, sehr schön. War kein typisches Powerplay-Tor, aber das ist mir doch sowas von egal. So, damit macht er seine Torausbeute in dieser Saison zweistellig. So, Bailey, du könntest immer langsam wieder was für deine Torausbeute tun. Schon lange nicht mehr getroffen. So, wir gehen da mit einem knappen 1:0 in die Pause. Genau, weil Bulli gewinnt ist ja heute nicht so meins. So, was haben wir denn? 5 Schüsse. 2 Schecks, 2 Schecks. Super. Aber ich habe erst einen Bulli gewonnen, die schon 7. Ja, dafür ein Powerplay, ein Tor. Kann man so machen. Finde ich prima. Babies on Ice. Boah, verdammte Axt. Bin ich aber echt gespannt, wie sich das hier noch so entwickelt. Oh oh, ich war es nicht, Blecki nicht hingucken. Boah, was macht er denn da? Hallo? Was ein Fehler vom Torhüter. Das sollte eigentlich ein Pass werden, rechts rüber. Oha! 30. in der Saison. Aber was für ein Fehler. Ja, da ärgert er sich zurecht, weil der darf nicht renieren. Seconds.
Boah, Nelson! Du hättest das Tor so dringend gebraucht. Aua. Da hat den Maus die Schuhe gerissen. Ui. Schade, aber toll gespielt. Und mit Glück 2-0 vorne. Oder dank eines sehr lieben Torhüters. Oh, jetzt aber. Spiel, wie du noch nie gespielt hast, spiel gut. Der hat jetzt einfach in letzter Zeit die Seuche am Schläger. Mutig ist er ja. So. Ungewöhnlich, aber gut. Manchmal kann ja sowas klappen. Haben wir ja gerade gesehen. Der Video war zu spitz, hat sich aber keiner weiter angeboten. Buffalo, Minnesota und Oilers auswärts. Ein Roadtrip. Über die Indianer. Die begeben sich damit auf Kriegsfahrt. So, noch 5,55. Aua, meine Fresse, tut doch weh sowas.
Nein! Nicht mal das klappt! Oh. Was kommt hier? Ja! Mein Gott, er kann es! Mann, Mann, Mann. Jawohl, und der nächste zu null. Ha! Der nächste Shutout, geil. Kann man mal so machen. Finde ich prima. So, was haben wir denn? 18 Schüsse zu 16 Schüssen. 9 zu 7 Checks. Passen, da muss ich mich noch ein bisschen verbessern. 71% ist ja mehr als nö. Ja, ansonsten toll. Bin ich sehr zufrieden mit. So, oh, jetzt gibt es dann erstmal, das werden wir noch simulieren und dann geht es in die nächsten, oh, Barsal ist wieder dabei, das heißt, so. Wir führen durch Hosang. Wir führen nicht mehr. Und wir führen wieder und haben gewonnen. Chris Burke und St. Denis. Sehr schön. Mal wieder ein Sieg. Oh, jetzt sind wir punktgleich. Sehr schön. Das war also ein sehr wichtiger Sieg auch noch. Gut, und das Spiel dann gegen die... Ja, jo. Wo war ich gerade? Ach ja. Okay. So, da kommt wieder Egens runter. Links außen? Nö. Nee. Rechts außen? Nö. Nee. Was ein Center? Ja. So, sehr schön. Hm. 2020 Runde 3, 2020 Runde 4, 2020 Runde 3, 2020 Runde 4 und ein Verteidiger. Nö. So, und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Hightower.